Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Der Jörg zockt und es war was ganz anderes. Ihr seht es ja hier schon, Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Ich habe jetzt mittlerweile mal breitschlagen lassen, beziehungsweise es wurde ja so oft gewünscht hier von euch, auch via Twitter zum Beispiel, etc. Pipapo. Deswegen habe ich mir jetzt mal gedacht, ich hole mir das Game und werde das jetzt auch mal zocken. Ich habe natürlich Minecraft vorher noch nie gespielt, also werde ich das so an sich eigentlich blind spielen. Ja, passt. So, also gerade die Optionen gucken. So, welchen nehmen wir mal da jetzt? Ja, lassen wir hier einfach meinen Standard-Mannequin. Oder kann ich hier noch irgendwas ändern? Das sind Favoriten. Aha. Skyrim. Ich lasse einfach mein Standarddinger drin. So, Steuerung okay. Inventar, abwegig, springen, Crafting. Ja, das wird sich bestimmt mit der Zeit auch noch zeigen. Ups, nein. So, Display Hand, ja. Okay. Ja, ich lasse mal lieber alles mal auf Standard, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das hier am besten sonst irgendwas hier einstellen soll. Genau, Schwierigkeit leicht, die lasse ich auch so. Jo. Weil auf friedlich etc. Bibabo kann ich die ganzen Trophäen nicht holen, also von dem her mache ich das Ding jetzt hier in, beziehungsweise auf leicht so rum. Minecraft Store, okay. Nee. Da schaue ich dann aber, wenn dann irgendwann mal später rein, dass das heißt mal gleich mal los jetzt hier. Tutorial spielen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt für mich. Nee. Ich mache gleich mal hier auf neue Welt. So kann ich das ändern. Ja, wie nenne ich den jetzt? Ach, nehmen wir einfach mal hier. Ganz plausibel da. Einfach mal nur anfangen. So. Spielmodus Überleben. Japp. Das mache ich auch leicht. Genau. Texturpakete. Nee. Da lasse ich in dem Fall auch mal hier Standard. Online-Spiel. Mache ich in dem Fall raus. Erstmal zumindest. Ich kann es natürlich dann später immer noch mal wieder aktivieren. Dann sehen wir es ja dann. Was dann hier nur ist, beziehungsweise wenn einer mitzocken will oder ähnliches. So, sieht für einen Weltengenerator. Da habe ich jetzt natürlich schon einen da, den man am besten nehmen soll. Für hier, na, um die bestmögliche Startmöglichkeit zu kriegen, dass man natürlich die Trophäen schnell bekommt, beziehungsweise hier einen guten Startpunkt hat. 9,5, oh, ist das Ding lang hier. 4, 6, 1, 7, 8, 0. So, 7, 6, 8. So, der durfte jetzt hinkommen. 6, 3, 8, 9, 9, 5. So, das soll nämlich hier dann auch in der Nähe sein, bei dem Endportal Richtung dem Ender Dragon, den man ja hier besiegen muss für eine Trophäe. 4, 6, nee, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. 6, 3, 8, 1, 9, 5, 3. 046. Hä? 53. Oh, bin ich jetzt bescheuert, ey? 53046. Genau. Hier stimmt das nicht. 463. 6617. 80768. Genau, das sieht jetzt schon besser aus. So, 63819. 5304. 6361. Ja, 780768. Genau, wunderbar. So, jetzt ist es schon besser. Groß, ja. Bonustruhe soll man am besten anscheinend auch aktivieren. Das soll gut sein. Oder speichern deaktivieren garantiert nicht. Feuer breitet sich aus. TNT explodiert. Ja, gibt alles Sinn. Ja, genau.
Was ist das hier? Online-Spiel, genau, lasse ich ja wie gesagt raus. Ja, ist für die Regeneration. Ja, okay, passt. So, muss ich jetzt hier noch groß was auswählen oder kann ich einfach so zurück? Hat er das jetzt drin? Ja. Okay. Jo, dann würde ich mal meinen, los geht's. Mal gucken, ob das da komisch funktioniert. Soll auf jeden Fall auch in der Nähe von dem Dorf etc. pipapo sein. Ja, also wie gesagt, ich habe da hier echt keine Ahnung von dem Game da. Ja, genau, da ist das Dorf. So, okay. Ja, gut, da bin ich jetzt nur hier und habe keine Ahnung. Ach, genau. Na dann, machen wir das einfach gleich mal mit hier auf dem Weg natürlich zu den Bäumen da hinten. Aber das sind ja gar keine wirklichen Bäume, ne? Das sind ja hier so komische Kletterdinger. Oder so. Natürlich wäre das echt nicht schlecht. Ah, so kann ich die... Was? Eine Schaufel abgebaut. Aha. Kannst du Farbe verarbeitet werden, Alter, ja. Okay. Ich suche jetzt hier einfach mal spontan hier normale Bäume, aber irgendwie finde ich keine. Ach doch, da hinten, das sieht gut aus. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Oh Mann. Ja. Ich habe das Game natürlich auch schon mal hier, kann ich auch schon mal erwähnen, schon auf PC geholt. Das heißt, sobald ich jetzt eben hier durch bin, dann habe ich natürlich schon so ein bisschen Erfahrung, sage ich jetzt mal. Genau, dass ich dann hier direkt danach zu der PC-Version springen kann. Und dass dann da dann in dem Fall richtig zocken, logischerweise ohne Trophäen, weil da scheiße ich logischerweise drauf, da zocke ich dann in dem Fall just for fun. So, wenn wir das ganze Zeug hier abbauen. Holzfällerei, jawohl, da ist auch schon die erste Trophy. Super schwer. So, mal ein paar holen. Oh, auf jeden Fall merke ich auch gar nicht, ich sollte mal hier irgendwie die Musik leiser machen, weil die ist nämlich doch ein bisschen brachial laut, finde ich jetzt so. Ja, Moment, das werde ich auch gerade mal einstellen, weil das ist hier mir zu laut. Ja, so ist schon besser. Ich werde mal einfach mal hoch. Eieiei. Also an die Steuerung müssen wir mich definitiv echt noch gewöhnen. Noch mal ein bisschen mehr Holz abbauen. So, natürlich werde ich dann auch meine Hütte am besten irgendwo in der Nähe von dem Dorf da aufstellen. Durfte ganz gut sein. Okay. Ach komm, den halt. Ach, dass ich. Ich will jedes Mal rennen, ne? Deswegen drücke ich da immer auf die komische Taste. Show. Schon 15 Holz-Dinger. So. Den Baum nehmen wir noch mit, dann gehen wir noch mal schnell zurück zu dem Dorf. Ach, ja. Also irgendwann gewöhne ich mich dran, dass ich das sein lasse. Hüp. Das war jetzt irgendwo hier hinten. Ey. Kann man eigentlich... Ah, so sieht man hier durch. Okay, alles klar. Genau, hier ist das Dorf. Was ist denn das? Aha. Wo baue ich jetzt in dem Fall irgendwas hin?
Nein, ich würde sie ja gerade dann hier diese Fläche da hinten anbieten. Aha. Cool, da ist irgendwas Zeugs zum Abbauen. Ja, ich würde mal meinen, ich mache mein Haus jetzt einfach mal hier hin, oder? Gibt das Sinn? Oder eher Wasser. Wasser ist doch immer besser, oder? Aha. Hier geht's überall irgendwo runter. Schwein. Ja, dann machen wir einfach mal hier. So, oha. Okay. Die Grafikoberfläche, bla bla bla. Drücke zum Fortfahren. X. Okay, das gibt eigentlich Sinn. Ja. Du brauchst eine neue Geste, drücke X, um es herzustellen. Okay. Show. Ja. Drücke da. Ah, okay, alles klar. Eichenholz. So, wunderbar. Dann, ich glaube, das hier ist ja relativ elementar wichtig. Fallentruhe. Gut, da brauche ich ja jetzt erstmal das hier, ne, oder? Oh Gott. Spotdekorationen. Ja, das ist auch das einzige Aktive. Dann mache ich doch das jetzt einfach mal. So. Genau. Hier einmal die Werkbank. Flupp, die lange Bank. Nice. Da ist doch, müsste doch. Ne, Werkzeuge und Waffen. Okay, kann ich irgendwie noch gar nichts auswählen. Muss ich wahrscheinlich echt erstmal die hier da irgendwo hinstellen. Ah, wunderbar. So, jetzt haben wir da schon ein paar mehr Optionen. Genau, da brauche ich hier die komischen Stäbe. Machen wir ja einfach mal ein paar. Genau, dann einmal die hier. Oh, nice. Noch eine Trophy. Holzschaufel nehmen wir auch gleich mit. Die Axt auch. Die Hacke auch. Und natürlich hier das Schwert. So. Dann haben wir das jetzt erstmal hier ausgerüstet. Verdammt, wie komme ich jetzt nochmal rein ins Inventar? Ah, so. Was? Ja. Wie ein Inventar verwendet wird, dürfte nicht schwer sein. Mache ich jetzt erstmal hier. Das am besten dahin. Das erstmal weg. So. Die Hacke. Schaufel. Ah, Axt ist auch erstmal wichtig. So, mache ich auch mal so. Moment, was war denn? Nee. Falsch. Wie kam ich da jetzt da nochmal rein? So, ne? Nee. Verdammt. Ach ja, hier, Inventar steht da auch dran. Karte, genau. Die jetzt erstmal dahin. So. Dann müsste ich jetzt das hier theoretisch abbauen können. Ja, dauert nur ewig. Sollte ich mal wahrscheinlich eher erstmal Steine abbauen, anstatt jetzt hier, wie es gerade angezeigt worden ist, Kohle. Boah, das werde ich wirklich auch mal machen. So, ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, wie viel und was und warum und überhaupt. Ach, was soll ich mir doch gleich mit, wenn ich jetzt schon hier rumstehe. Di-di-di. Na komm. Auf jeden Fall schon mal jede Menge Trophies bekommen. Aber ich muss echt sagen, ich habe mich in dem Spiel echt irgendwie getäuscht. Ich habe mir das irgendwie schlimmer vorgestellt. Ich habe es nur auch von Kollegen oder etc. gehört, dass es hier relativ geil sein soll. Ja. Wollte ich aber nie wirklich für wahr haben, dass es auch so ist. Aber es macht jetzt schon relativ gut Bock, weil man doch relativ viele Möglichkeiten hat für das kleine bisschen, was ich jetzt gerade eben schon gesehen habe. Oh, was ist denn das? Kies. Ja, nehmen wir halt auch mal ein bisschen was mit, ne?
Ich weiß zwar noch nicht für was, aber... Ist beschädigt worden, okay. Gut, das kann ich mir denken, wenn ich hier jetzt überall durchbuddel. Ja, machen wir einfach hier jetzt mal ein bisschen wieder was weg, dass wir mehr Steine kriegen. Show. Genau. So, wie viel haben wir da jetzt? Das ist jetzt was? Kies. Pflasterstein 15. Ja, dann mal gleich mal gucken, wie viel ich jetzt da wirklich brauche. Ich will natürlich eher gerne ein Steinhaus haben, wie jetzt Holz. So. Genau. Dann jetzt hier erstmal zu, oh, zurück. Wie kann ich denn das hier nochmal? Nee. So, ne, oder? Ja, das hört sich gut an. So. Upp, upp. Auf jeden Fall wird es hier gerade dunkel. Und da habe ich schon gehört, das soll unbedingt nicht gerade so toll sein. Aber deswegen habe ich ja den Seed da genommen. Dass ich hier erstmal genau diese Hütten da benutzen kann. Drücke X. So, was nehme ich denn da jetzt? Ne, Wurst weg. Aha, guck mal hier. Laute Karottchen. Schade, ein Bett hat er nicht zufällig. Oh, da sind jetzt hier auch Gegner. Da oben zumindest eine Spinne. Oder sowas ähnliches. Ich probiere es einfach mal. Oh. Oha. Ha! Monsterjäger, nächste Trophy. Gut, dafür habe ich jetzt aber auch gewaltig Schaden gefressen. Was haben wir denn hier? Einen Apfel? Ne, wir haben doch auch Karotten jetzt hier. Nehmen wir doch lieber die. Den habe ich. Oh. Den habe ich jetzt ein paar mehr. Essen. Ja, okay. Okay. Noch ein Gegner weniger. Ah, Kaktus. Okay. Da oben ist noch ein Gegner. Ja, sogar noch zwei. Huiuiui. Okay, ist gar nicht so einfach. Vor allem hier, weil der nicht wirklich schnell zuschlägt. Ah. Von den Dingern hier habe ich auch schon gehört. Genau deswegen. Bam. Ja, praktisch. Wollte schon nichts abbauen, ne? Hüp, hüp, hüp. Sure. Ah, dass sie echt nichts zum Pennen da haben oder sowas. Ne, da nicht. Okay.
Ah, hier, zum Bogenschützenhandel. Ja, Skelett auch genannt, okay. Also spawnen tun die aber gewaltig viele Monster. Au. Au. Alter. Ja, wohin stelle ich denn jetzt meine Hütte? Hier wäre es doch völlig gar nicht so verkehrt. Boah. Noch mehr Spinnikens. Erhält sich da eigentlich auch hier das Leben? Nö. Naja, aber ich kann ja mal. Ne, das bringt ja auch nichts, ne? Mist. Nehmen wir mal das hier dahin. Ja. Ich muss ja irgendwo jetzt hier mal anfangen zu bauen. Aber ich glaube, da nehme ich doch lieber eher. Oh, mein Shirt ist bald auch finito. Irgendwo eher im Wasser. Och nö. Genau da, wo ich eigentlich gerade hin wollte, da stehen die zwei Hansel da. Verdammte Axt. Das ist doof. Ach, was soll es denn, nämlich jetzt einfach die Fläche hier? Obwohl, das ist aber relativ doof, weil da muss ich ja eigentlich einigermaßen, Anführungszeichen, weit laufen. Mist, was mache ich denn jetzt? Oh, shit. Ach, wusste ich, mach das jetzt einfach hier. So, stell das Ding da mal kurz dahin. So, genau. Angelbogen? Nee. Ich wollte ja jetzt hier Sandstein. Nee, oder? Nee, gibt's ja nichts anderes. Nee, der Ziegel. Schnee. Sandstein, okay. Das ist wohl das Einzige, was ich gerade so ausbeulen kann. Genau, auf jeden Fall mache ich jetzt hier erstmal einen Ofen. So. Pling, heißes Thema. Eine Truhe kann man auch schon mal nehmen. Oder am besten gleich zwei, weil ich habe gehört, wenn man die direkt nebeneinander stellt, kann man die Truhe vergrößern. Ja, genau, dann nehme ich jetzt einfach Sandstein, was soll's. Aha. Zerfällt nicht wie normal sind durch Schwerkraft, was? Aha. Ach, das war ich Sand, okay. Lol. Dann wollte ich eigentlich auch irgendwas anderes nehmen. Ofen aus Lehm gebacken. Lehm, Schnee. Gibt's halt nicht, damit müsste es auch irgendwas anderes geben. Mache ich dann erstmal hier den Ofen da direkt mal daneben. Verwenden, genau. Ne, hier haben wir da den Pflasterstein. Was bringt denn das, wenn wir das da rein? Logischerweise Kohlen unten. Ja, auf jeden Fall irgendwas passiert. Ja, mal kurz abwarten, was? Ja, Pflasterstein, Kohle. Stein.
Gar nicht schlecht, ich kann ja mal nebenher weiter brutzeln. Ach, Gott sei Dank, es wird auch wieder hell. Die nehme ich jetzt gerade schon mal raus. Weil, mal gucken, was man hier sonst machen kann. Pflasterstein und Stock. Moment mal. Nee, das war's. So, das ist natürlich dann schon mal besser. Noch eine Trophäe. Krass. Da brauche ich jetzt wieder so einen komischen Stab. Stock. Ja, wie auch immer. So. Weil das, das und das. Genau. Ja, dann kann ich jetzt den Rest wieder hier rein. Stein, nein. Pflasterstein. So. Genau. Dann haben wir jetzt hier einen normalen Stein. Der ist jetzt hier was? Da. Halt, kann ich das da zu dem anderen geben? Nö. Okay, das wird wahrscheinlich 64 Maximum. Na, ich würde es aber trotzdem irgendwo gar nicht anders haben. Am besten echt da hinten. Ja, dann machen wir das doch einfach. Sieh jetzt aber hier mal alles raus. So. Nicht, dass jetzt hier irgendwie, was ich, Materialien verloren gehen. Stein, Stein. Ah, okay. So. Genau, dann nehmen wir den da mit. Ne, so. Und den logischerweise auch wieder. So. Und dann jetzt. Ach. Eieiei. Hier runter rein, wo ich eigentlich wollte. Schweinchen. Ja, genau, hier ist eigentlich ganz chillig. Nehme ich jetzt aber erstmal das hier was weg. Ah, da ist die eine jetzt schon tot oder kaputt. Dann nehmen wir jetzt logischerweise hier die andere. Wo ist sie denn da? Oder warte mal, ist es damit nicht schneller? Doch, wunderbar. Dann nehmen wir doch die. So, ein bisschen was freifräsen. Das dürfte jetzt eigentlich fast schon reichen. Aber hier haben wir noch gescheit was hier. Genau. Gut, dann das ganze Zeug da ist wieder hinstellen. Nein, das nicht. Das dein. Genau, da ist die. Nee, das ist die Truhe. Kann ich aber auch gleich hinstellen. So, genau, jetzt haben wir hier. Nee. Fangen wir erstmal mit der an. Genau. Hier ziehe ich ja dann die Wand rein. Ist aber relativ schmal dann, ne? Gut, dann machen wir es erstmal so. Schauen wir das mal dahin. Ja, ihr seht es ja gerade selber. Ich habe da noch ab und zu leichte. Na, hier. Problemchen mit der Steuerung. Aber wird sich bestimmt auch noch ergeben. So, erstmal hier mal grob das Revier hier abstecken. Ach nee, sie ist auch schon kaputt. Aber ich habe doch hier auch die Steindingens, ne? Ja, da. So. Oh, das geht jetzt natürlich relativ sehr flott.
So, das hier haben wir alles freifräsen. Das macht doch echt schon Bock, ey. Das ist richtig cool. Irgendwie. Oh. Gut, das ist jetzt ein Loch zu viel. Nee, so. Ah. Ach ja, ich wollte ja hier noch. Ach, ich Depp, hätte ich ja nicht gleich machen können. Guck ich nochmal hier rein. Und was war das jetzt hier? Pflasterstein. So. Aha. Gut, ich würde behaupten, da brauche ich jetzt mal ein bisschen mehr. Ging sie nicht auch irgendwo runter hier zu dem? Zu den Steinen. So, machen wir den einfach so. Oh, oh shit. Ich habe völlig natürlich im Eifer des Gefechts hier die Zeit vergessen. Ja, die eine Lage baue ich jetzt hier aber mal noch ab und dann hier werde ich auch so mein kleines Päuschen einlegen. Okay. Die hat wieder die Kohle. So, jetzt haben wir 42. Also die Musik ist auch gar nicht so verkehrt, so ein bisschen so Chill-Out. Ah, alle klar. Dann nochmal in den Ofen reinschmeißen. Servus. Ah, ne, hier sind die 40 Stück. Zwei haben wir schon wieder. Na, da die eine Kohle kann ja auch noch hier rein. So. Genau, dann mal hier weiter. Ach, falsche Taste, Mann. Nö. Ja. Gar nicht so schlecht. Für den Anfang. Behaupte ich jetzt mal. Ja, aber dennoch, nichtsdestotrotz, mache ich in dem Fall jetzt hier mal ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge wieder, wenn ich hier das Haus voll fertig bauen werde. So ist zumindest erstmal vor aus meinem Plan. Also Leute, das heißt, wenn es euch natürlich gefallen hat hier, würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Ciao und Servus.